Hallo und herzlich willkommen zu US-Vorbörse auf D-Aktionär TV. Ja, der erste Tag nach der Bundestagswahl im DAX ganz gut angekommen. Die Märkte laufen etwas nach oben. Wir schauen gleich auf die US-Eröffnung. Zuvor jedoch ein kurzer Blick nochmal nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Franziska, wie schaut es momentan aus in Frankfurt? Welche Aktien sind die Gewinner und Verlierer der Bundestagswahl am ersten Tag? Ja, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, denn die deutlichen Verluste der Großen Koalition und vor allen Dingen der Erfolg der AfD, den nimmt der DAX letztlich doch relativ entspannt und gelassen hierhin. Man war nach anfänglichen Verlusten, ja, ist man jetzt sogar in den positiven Bereich hier gedreht. So richtig Schwung sieht anders aus. Ja, aber die 12.600-Punkte-Marke ist es weiter, die hier im Visier der Investoren ist. Und das, obwohl der IFO-Index das zweite Mal in Folge sich eben auch eingetrübt hat. Auch beim Euro sehen wir ja etwas Verluste zwischen. Zwischenzeitlich hatte man sich dann noch relativ tapfer über der Marke von einem US-Dollar 19 gehalten. Inzwischen ist man aber darunter und der DAX ist bei 12.615 Punkten, ein Plus von 0,2%. Gefragt ist der Wert, die Lufthansa-Aktie. Air Berlin wird jetzt gleich noch mal über den Zwischenstand im Bieterverfahren informieren. Aber bis zum 12. Oktober war jetzt zu hören, dass weiter verhandelt wird mit Lufthansa und mit EasyJet. Ansonsten ist Bayer vorne, Xane BNP hebt, aber auch Deutsche Telekom, Merck und Vonovia grün eingefärbt. Und jetzt wird es spannend auf der Verliererseite. Da haben wir nämlich auch Wahlverlierer. Und das sind unter anderem jetzt zunächst mal die Versorgerwerte. Denn die Grünen könnten natürlich eine striktere Umweltpolitik fordern. Somit sind die Versorger RWE und E.ON unter Druck. Und auch bei den Banken hat man jetzt diesen Verlust der CDU, also Merkel-Kraft, als Europaschwäche eingestuft. Und auch daher sind die Finanzwerte schwächer. Heidelberg Zement und Linde ansonsten unter den größten Verlierern. Danke, Franzi. Danke nach Frankfurt. Ja, wie gesagt vorhin schon, die US-Eröffnung wird eher verhalten ausfallen. Also vorbörslich sieht es jetzt kaum nach größeren Bewegungen aus. Daher gleich ein Blick auf die Einzelwerte. Im Hintergrund hier schon Shake Shack zu sehen. Der Eurochart in diesem Fall, die Produkte von Shake Shack sollen Gerüchten zufolge über die Amazon-Plattform zum Thema, also was das ganze Food-Delivery-Thema anbetrifft, vertrieben werden, ist für Shake Shack natürlich eine positive Nachricht, wenn es denn wirklich so kommen sollte. Wir sind hier auf eine Unterstützung angekommen, etwas krumm eingezeichnet. Auf dem US-Chart ist die etwas schöner sichtbar. Der kurzfristige Abwärtstrend ist ja auch schon beendet, also es kann durchaus sein, dass wir hier eine weitere Kurssteigerung bei Shake Shack sehen werden, aufgrund der Tatsache, dass man hier möglicherweise bald stärker mit Amazon zusammenarbeiten wird. Ebenfalls Nachrichten gab es von Facebook, keine so stark kursrelevanten. Man wollte ja ursprünglich eine neue Aktiengattung einführen, um soziale Projekte zu finanzieren, wobei gleichzeitig Mark Zuckerberg dann entsprechend seine Stimmrechte behalten kann. Das hat man jetzt ad acta gelegt. Dürfte der Aktie leicht positive Impulse geben. Der Wert ohnehin in einem intakten Aufwärtstrend. Insofern ist hier eigentlich technisch alles in Ordnung. Man müsste eigentlich, um ein neues Signal zu kriegen, noch ein bisschen zulegen und über 144 Euro steigen, damit ein neues Kaufsignal generiert wird. Grundsätzlich die Aktie ein klassisches Langfristinvestment aus meiner Sicht. General Motors profitiert aktuell von einer positiven Analystenstudie der Deutschen Bank. Hier wird das Thema autonomes Fahren hervorgehoben, wo General Motors als einer der großen Profiteure gesehen wird. Und man kann auch davon ausgehen, dass die Aktie jetzt diese Widerstandszone bei 36 Euro angehen wird. Wir sehen ja auch schon ein aktives Kaufsignal mit dem Bruch der 200-Tage-Linie ist bereits im Markt. Also man kann eigentlich davon ausgehen, wie gesagt, dass hier die 10% auf die 36 Euro noch draufgesattelt werden. Ja, last but not least, Procter & Gamble. Hier hat sich ein Hedgefonds wieder zu Wort gemeldet. Nelson Peltz soll ja ist ja bekannt als aktivistischer Investor, soll in den Aufsichtsrat. Man hat zur Hauptversammlung nochmal ein entsprechendes Schreiben mit Nachdruck geschickt, um Nelson Peltz entsprechend in den Aufsichtsrat zu bringen. Das Interessante an diesem aktivistischen Investor ist, dass er die Firma mehr Richtung Digitalisierung effizienter machen wird, bringen wird und effizienter machen will. Das wird mit Sicherheit die Margen nach oben bringen. In dem Fall eher positiv für die Anleger. Und ich gehe davon aus, dass man dieses aktuelle Niveau
oder das aktuelle Niveau ist für mich ein guter Einstiegszeitpunkt. Ich gehe davon aus, dass wir demnächst auch weiter steigende Kurse sehen werden und zumindest die 200-Tage-Linie wieder in Angriff nehmen werden. Wie gesagt, ein Aktivist im Board und im Nacken des Managements ist durchaus in diesem Fall sehr positiv zu sehen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Aktie weiter steigen wird. Das war's für den Moment. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bis morgen.